Vielleicht hat er sich irgendwo hier aufgehalten. Oh. Ein kleiner Hase. Danke. Wo ist der? Oh, Moment mal. Sind das Spuren von ihm oder was? Hier hat ein Kampf stattgefunden. Keine Leiche. War wieder Blut. Folgen wir wieder einer Blutspur oder was machen wir? Stofffetzen. Vielleicht untersuche ich die mal. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Ja. Na also, mal sehen, wo sie hinführen. Auf dem Weg auf jeden Fall. Also folgen wir wieder mal einer Spur. Oh. Danke. Und weiter geht's. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Sollst du ja auch nicht essen. Oh, was haben wir denn hier? Läufer, okay. Was ist denn das? Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Ein Außenposten der Schattenkaja. Na, ganz toll. Okay. Dann heißt das jetzt wieder zielen und ganz genau treffen. Sonst ist wieder Alarm. Der hat einen Helm auf. Aber der ging ins Ohr. Okay. Jetzt der nächste. Und tschüss. Gut. Die zwei werden schon mal erledigt. Oh, da oben ist auch einer. Die Frage ist, wenn ich jetzt auf den schieße, sieht den jemand? Ich hoffe mal nicht. Shit. Wer liegt hier? Der ist runtergefallen. Na toll. Komm. Komm zu mir. Wie er rennt. Und tschüss. Zack. Sehr gut. Gut. Das war der Einzige, der dir nach der Leiche gucken wollte, oder? Allerdings. Eis fällt für mich. Moment mal. Da drüben sehe ich ein Seil. Und da ist auch noch einer. Vielleicht gehe ich mal da lang. Okay, ist das der einzigste hier oder sind das mehrere? Na, das ist die Frage. Ob ich mich jetzt einfach an den Rand schleichen kann, ohne dass der was merkt, oder locke ich den jetzt hier rein? Aufpassen jetzt. Wenn ihr den Idioten entgegenstarrt, kann sie euch leicht erwischen. Hä, was? Von wem redest du denn? Von mir? Bin doch gar nicht da. ja. Okay. Abwarten. Abwarten. Schön abwarten. Komm schon. Die Maschinen sind viel gefährlicher geworden. Aber auch nicht gefährlicher, als wir es sind. Da ist auch eine. Alter, da sind schon viele. Jetzt setzt er sich wieder hin, der Zigeuner. Okay.
Dann versuche ich es halt so. Sie wissen jetzt, dass ich... Zack! Wissen sie gar nicht. Okay, okay. Oh oh. Oh oh. Schön leise. Der hat was bemerkt. Und jetzt sieht er wahrscheinlich gleich die Leiche. Oder auch nicht. Und tschüss! Sehr gut. Der ist sogar versteckt. Wir müssen das Mädchen schnappen. Was? Alter, nur weil der jetzt so rumgeschrien hat, wissen alle, wo ich bin. Schnüffelt hier immer noch rum. Au! Und der weiß sogar ganz genau, wo ich bin. Oh, komm, meine ganze Vorarbeit im Eimer. Oh, nein! Oh, du Idiot. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Na, super. Muss ich ganz außen rumrennen wieder, dass ich hochkomme, hä? Ja, schon. Egal. So verlieren sie meine Fährte. Das ist ja echt ärgerlich. Unglaublich, wie ärgerlich das jetzt wieder ist. Eine ganze Vorarbeit im Eimer, nur weil der so rumgeschrien hat. Egal. Das nehme ich lieber mit. Und die haben sich auch wieder beruhigt. Die Frage ist, sind die jetzt noch immer tot oder nicht? Ja, die sind noch immer tot. Und die gehen auch alle wieder auf ihre Posten. Schön langsam. Nein! Verdammt! Nein! Weg hier! Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Genau. Und das ist das Beste. Wir haben einen Störenfried hier rumlaufen, Jungs. Findet ihn! Findet ihn! Und tschüss! Findet mich nicht. Was hast du dabei? Ah, das nehme ich doch mit. Okay, viele sind es nicht mehr. Es sind nicht mehr viele. Es ärgert mich trotzdem noch immer, dass der so rumgeschrien hat. Echt, meine ganze Vorarbeit wirklich im Eimer. Wo sind die denn jetzt alle? Ach, die laufen schon wieder zurück. Haben schon wieder aufgegeben. Geht aber schnell. Wie wär's mit nach oben? Nee, geht nicht? Okay. Na gut. Das nehme ich auch mal mit. Metallscherben sind immer gut. Sehr schön. Diesem Turm ist aber auch niemand, ne? Also gut, dann gehe ich da hoch. Ab. Ich habe das ja jetzt, oder? Nee, habe ich nicht. Kann auch immer nicht schießen von den Seilen aus. Habe ich ihn das noch immer nicht gekauft? Die Spur führt mich hier hoch. Oha, hier sind ja auch noch voll viele. Okay, ich speichere mal. Die Schattenkaja. Zack! Boah, von hinten in den Kopf. Was für ein böser Tod. Okay.
Bleib mal trotzdem hier in den Büschen. Vielleicht finde ich noch einen anderen Weg. Boah. Dein Körper ist verdreht, du. Okay. Ich sehe hier so komische Dinger. Wenn ich hier rüberkomme, komme ich auch. Ah! Was? Wieso denn nicht? Ach komm, wieso hat die sich jetzt daran nicht festgehalten? Hä, seit wann hält die sich denn nicht fest? Ja, also. Geht doch. Okay. Frage ist trotzdem, warum hat der mich gesehen? Hang doch da so. Häng doch da so. Dürfte er mir dich doch gar nicht sehen hier. Verdammt. Wenn ich jetzt hochgehe, ich habe keinen Überblick. Da vorne ist einer. Ja, wow. Sieht er mich? Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Verdammt nochmal, ich wusste es. Das bringt mich nicht um. Okay, es bringt dich doch um. Oh, was knapp. Okay, wie viele Schattenkaja sind das eigentlich? Hier ist auch einer. Der läuft da hinten lang. Der hat irgendwas gehört, aber kommt nicht. Versuchen wir es nochmal. Ja, willst du nochmal mit ihm Nur reden? Eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Sieht er mich? Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Okay. Ja, ich rette den gleich. Ciao! Was? Das gibt's doch einfach nicht. Er hat das ausgehalten. Ich fass es nicht. Für die rechtmäßigen Kaja. Ja, die rechtmäßigen Kaja. Hier. Und. Aua! Aua! Oh! Was? Oha! Hier bleibt nur noch Tod und Verwesung. Hey, was geht? Just zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Verdammt. Ach komm, echt. Ich ziel auf dem Scheißkopf. Und die sterben nicht. Wir haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Die einzige Sprache. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Er würde uns wegen Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich kann dich hören. Ich breche ihm gerne ein. Glaube ich. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ah, ein harter Hund. Was? Das Vielleicht war's? 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. König Warum hat er jetzt nicht reagiert drauf? Egal. Jetzt reagiert er drauf. Guck, jetzt hat der Kopfschuss funktioniert. Warum vorher nicht? Also manchmal checke ich das Spiel nicht. Ist die Hitbox nur so kacke oder bilde ich mir das ein? Er hat auch nicht überlebt. So. So, wer ist jetzt hier? Banditenscherge, Versuchen wir es nochmal.
Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Wir werden an... Jawohl! Oh oh. Ha! Das ist keine Wahl. Zack! Und tschüss! Yeah, nice! Das hat funktioniert. Nee, das will ich nicht haben. Verpiss dich, das will ich nicht haben. Gut. Picknick mit deiner Mutter ist beendet. So. Noch schnell alle looten. Hopp. Und dann mit Nassan reden. So. Jetzt hat wieder alles funktioniert, so wie ich es wollte. Kopfschüsse, alles perfekt. One-Hit-Schüsse. Warum vorher nicht? Komisch. Naja, egal. Kindiv schickt mich. Holen wir dich hier raus. Ich dachte schon, er hätte mich vergessen. Ich schulde ihm wohl einen Händedruck. Komm schon, hier lang. Ein Händedruck? Ach so. Du willst aber jetzt nicht hier durch die ganzen Schatten-Kaja rennen, oder? Oh, nee, willst du nicht. Ja. Okay. Oh, hier kann man sich abseilen. Interessant. Das nehme ich auch noch mit. Ah. Willst du jetzt mit mir reden, ja? Kindiv hat mir von euch erzählt. Ist die Lieferung verloren? Nein. Ich habe sie versteckt. Es gibt viele Hungrige in Sonnenfall, die sich drüber freuen. Gut. Jetzt hör zu. Wenn du wieder in Meridian bist, sprich mit dem adligen Ravan. Sei ehrlich zu ihm, dann hilft er dir. Einen Adligen anbetteln? Aber ich kann dir die Bitte wohl nicht abschlagen. Doch zuerst muss ich nach Sonnenfall. Mach's gut. Ja. Sehr schön. Und jetzt muss ich wieder zu Ravan zurück und meine Belohnung holen. Und der ist wieder Kilometer entfernt von meinem eigentlichen Ziel, nämlich im Meridian. Also gut, wie viel ist denn das? Das ist schon einiges, ne? 3000 EP und eine Belohnungskiste. Ja, dann reisen wir nach Meridian, aber danach reisen wir zu dem Lagerfeuer und per Schnellreise und holen endlich das neue, gehen endlich in das neue Gebiet. Mein Gott, echt. Vorher war ein Ausfall, ne? Voll blöd. Ich weiß auch nicht, was mit meiner Internetleitung gerade zur Zeit los ist. Naja, das passiert dann. Nicht abschalten, wenn sowas passiert. Das fängt sich meistens wieder. Heute Mittag hatte ich einen ziemlich längeren Ausfall. Wenn das jetzt noch öfters vorkommt, dann muss ich mal bei meinem Provider anrufen und den mal wieder zusammenstauchen, was da los ist. Ja, jetzt holen wir unsere Belohnung und dann machen wir uns endlich auf den Weg ins neue Gebiet. Ich bin so gespannt, was das für ein Gebiet dann ist. Was erwartet uns in diesem Gebiet? Welche neuen Aufgaben kommen wieder auf Eloy zu? Das Spiel geht doch noch länger, als ich dachte. Wirklich krass. Okay. Achso, das ist gleich da vorne. Okay. Hallo? Wo ist er denn? Ah ja, hier.
Dich, oder? Du? Nee. Wo ist denn jetzt? Der Händler war das, oder? Nee. Wer war denn nochmal Ravan? Ach, hier. Du warst Ravan, ne? Meine Mutter hat gesagt, ich solle mich von Fremden fernhalten. Nein. Aber du siehst freundlich aus. Hä? Ist Ravan wirklich der Händler? Nö. Nö, der Händler ist Händler. Da wollte ich auch noch mal kurz gucken, was die Waffe kostet, die ich unbedingt haben will. Oh, was ist denn das Neues? Ein Donnerkieferherz brauche ich dafür. Schon wieder eine neue Waffe. Mann. Boah, Fuchshaut. Guck, ich hätte Fuchshaut gehabt. Kaninchenhaut, Wildschweinhaut. Verdammt. Egal. Muss heute sammeln. Ah, du bist, was ich nicht bin. Stark, mutig, aktiv. Ja. Komm, reden wir. Ja, was, warte, aber ich muss erst mit... Sag mal, bin ich jetzt blöd? Wo ist der? Hier gibt's nur die besten Waren. Ach, da oben, da hat er sich versteckt. Ein Mann namens Nassan kam zu mir. Wir trafen eine Vereinbarung. Ich bin überzeugt, sie wird vielen in Sonnenfall nützen. Sehr gut. Alles durch ein gestohlenes Schwert. Ja. Man sagt ja, folge dem Schatten und du findest eine Flamme. Sehr schön. Gut, was war das? Und jetzt wollte ich kurz mit dem Händler hier reden. Der wollte irgendwas von mir. Na gut, was möchtest du besprechen? Du bist nicht von hier. Das ist gut. Aber eine Nora. Das könnte schlecht sein. Fürchtest du die Ruinen der Alten wie viele deines Stammes? Nein, obwohl manche gefährlich sind. Dann kennst du vielleicht das, was ich suche. Auf deinen Reisen hast du da merkwürdige Gefäße gesehen, in die Symbole der Alten graviert sind? Sie sind hohle Zylinder mit sichelförmigen Griffen an beiden Seiten. Aha. Wenn du mir 4er Sets dieser Gefäße bringst, kannst du mit mir ein gutes Geschäft machen. Die Tassen also. Für welche Rituale brauchte man die Gefäße? Sie wurden ganz sicher zusammen eingesetzt. Immer in Sets. Manche Leute denken dabei an Teezeremonien. Andere glauben, sie enthielten einst heilige Öle und Essenzen. Aber ich glaube, dass man sie ausschließlich bei der Rasur seines Bartes benutzte. Was? Eins für Wasser, eins für Seife und so weiter. Was? Jede Flüssigkeit hat ihr Gefäß und wird majestätisch aufgetragen. Ein festes Ritual. Es ist atemberaubend. Aber welches Gefäß enthielt was? Ich muss es wissen. Ich muss unbedingt weiterforschen. Und wenn es einfach nur Trinkgefäße waren? Trinken? Aus diesen herrlichen Töpferarbeiten? Sei bitte nicht albern. Ach so, okay, alles klar. Also Tassen. Das sind ganz normale Kaffeetassen. Hi, Just Live zockt. Oder Live Just zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich weiß es nicht, ob ich das in Parts auf YouTube hochlade. Das wird ein ziemlich langes Projekt dann. Mal schauen, warum, wenn die Leute das wollen. Also ich sehe auch gerade bei hier dem Horrorspiel ist auch gerade nicht so viel Resonanz. Deswegen frage ich mich, ob ich überhaupt noch hier so Livestreams hochladen soll. Mal schauen. Ja, ja, machen wir schnell. Ich habe zu tun. Oh. Okay, ich habe ja ein paar Tassen. Geiler Shit, dann kann ich dem ja hier das hier geben und dann gibt er mir die Truhe und ich muss noch die anderen Tassen finden, dass ich dann noch die 2 Truhen krieg. Geil. Okay, cool. Erzähl mal was über dich noch. Du bist an den Alten interessiert. Mehr als interessiert. Ich studiere jedes Artefakt, das ich bekommen kann. Wegen meiner Forschungen bleibe ich am liebsten zu Hause. Ich kann nicht einmal mehr die Sonne ertragen. Ich weiß nicht, wie ich je eine Frau finden soll. Meine Familie drängt auf einen Erben. Oh, guck mich nicht an. Oh nein, 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 ich gucke nicht. Mein Vater hat nämlich schon eine Ehefrau für mich ausgesucht. Oh. Sie interessiert mich nicht. Ein Bruder könnte mir diese Last abnehmen. Und ich könnte mich nur um meine Gefäße kümmern.
mit denen du dich rasierst. Okay, ich guck mal, ob ich noch mehr Gefäße finde für dich. Jetzt geh du nur auf die Jagd und stöbere in den Ruinen. Ja. Robust, weit gereist. Oh ja. Okay, und jetzt machen wir eine Schnellreise, wie wir gesagt haben. Nein. Eine Schnellreise, wie wir gesagt haben, nach zu diesem Feuer, dass wir dann endlich hier hochkommen. Hier ist sogar ein Gefäß, wo der Ding haben möchte. Aber ja, wenn wir da vorbeilaufen, können wir das ja holen. Okay, los geht's.